Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Tatsächlich kommt heute mal die Sonne raus. Das ist ein Zeichen. Ich kann dieses schlechte Wetter nicht mehr sehen. Ich bin normalerweise jemand, dem das Wetter wirklich egal ist. Aber ich muss wirklich sagen, dieses Jahr, seit wir zur Essen Motorshow gefahren sind, da ging das los mit dem Sturm und Regen. Gefühlt durchgehend Sturm und Regen. Wirklich zum Kotzen. Muss man einfach mal so sagen. Ne? Aber es hat ja die schönste Zeit in meinem Leben begonnen. Ich wollte an der Stelle mich noch einmal bedanken für die ganzen Glückwünsche. Ich bin Vater geworden. Es war sensationell, so wie alle gesagt haben. Alles gut verlaufen. Mutter und der kleine Fritz sind wohl auch. Einfach nur nochmal vielen, vielen Dank für die ganzen Glückwünsche, egal auf welchen Plattformen. Ich konnte natürlich leider überall nicht drauf antworten. Es war extrem schön für mich anzusehen, wie auf einmal ganz andere Leute zum Vorschein kommen, die sonst eher so im Hintergrund aktiv waren und einfach nicht so die Leute waren, die jetzt überall einen Kommentar runterschreiben, weil sie vielleicht einfach gar nicht so die Autotuner oder Schrauber sind. Und man auf einmal eine ganz andere, also ganz andere Leute sieht, die auf einmal so als, scheinbar auch als Familienvater um Ecke kommen. Wie war es bei dir so? Ja. Als einziger in unserem Team, der auch Vater ist, und Marius? Für mich war es ein absolut schönes Gefühl, deswegen kann ich nachvollziehen, wie du dich fühlst. Also für mich ist ja dieses Kindkriegen ist für mich definitiv eins der größten Weltwunder, wie das so funktioniert, dass dieses Kind überhaupt in diesem Bauch so ranwächst, dann rauskommt, dann überhaupt diese Geburt, dann, dass es sofort anfängt zu schreien und, ist wirklich für mich auf jeden Fall ein größeres Wunder, als dass man aus einem V6-Motor 1000 PS rausholt. Jetzt wird er noch im Kinderwagen geschraubt. Ja, das kommt als nächstes. Ich hatte ehrlich gesagt auch eigentlich vor, das Ganze filmerisch zu begleiten. Keine Angst, ich wollte nicht im Kreißsaal filmen. Aber ich wusste, dass, bin ja normalerweise nicht so der emotionale Typ, sondern eher so der technische Typ. Ich wusste aber, dass das Momente werden, die schon höchstgradig emotional sind. Habe deswegen wirklich tatsächlich einfach ein bisschen Handy hochgerissen und in dem Moment, wo die Fruchtblase geplatzt war und so weiter, ein bisschen gefilmt, so ein bisschen Vlog-Style. Habe mich aber ehrlich gesagt noch nicht getraut, da ein Video rauszumachen. Ich würde es machen, weil es ist einfach der schönste Moment, den man so haben kann, ne? Weil ich habe jetzt öfter so auf Kommentare gelesen. Ich weiß, man sollte eigentlich nicht sich um Kommentare Gedanken machen und einfach drauf scheißen. Haben aber schon hier und da mal Leute geschrieben, das hat nichts auf dem Channel zu suchen. Gefühlt will ja jeder nur bei uns 60 Minuten Technik voll in die Fresse. Geht halt aber einfach nicht, weil dann haben wir in 2 Jahren alle Firmen oder jede Technik durch. Ja, das hat mich so ein bisschen runtergeholt, dass ich diesen schönen Vlog bisher ehrlich gesagt schon abgeschrieben hatte. Ihr könnt ja gerne mal einen Kommentar dazu da lassen, wie ihr das finden würdet. Vielleicht so als kleines Bonus-Video-Material. Keine Angst, kein Kreißsaal, keine Schreie. Alles auf schön. Weil ich einfach glaube, dass es gibt... Also ich selber wollte schon immer Kinder haben. Definitiv. Auch trotz mit dem Stress im Alltag und so weiter. Habe ich immer gesagt, ich will definitiv Kinder haben. Und ich sage auch jedem immer, der jetzt noch zu mir sagt, er will keine Kinder haben. Es wird irgendwann der Punkt kommen, wo man die richtige Frau kennenlernt und dann entwickelt sich das halt so automatisch. Und es wird auch nie einen Zeitpunkt geben, der einfach perfekt ist zum Kind kriegen, außer du hast vielleicht gerade 10 Millionen im Lotto gewonnen und Langeweile. So, ne? Und sitzt zu Hause und weißt nicht, was du machen sollst, außer Hökern und Kinder kriegen. Dann wird es nie einen perfekten Zeitpunkt geben, aber ich glaube, dass Kinder einem gerade später, wenn man mal erwachsen ist, schon extrem viel dann irgendwann wieder zurückgeben. Weil es wird ja irgendwann der Zeitpunkt kommen, wo wir nicht mehr auf dem Boden liegen, am Schrauben sind, Motor ausbauen und so weiter. Ne? Und da findet man es vielleicht auch ganz cool, dass man dann einen Sohn hat, der für einen den Motor ausbaut und auf dem Boden liegt und schraubt. So, nee, das war auch eigentlich der Hintergedanke von diesem Video, als ich das so ein bisschen mitgefilmt habe, weil ich mit meinem kleinen Fritz schon relativ viel vorhabe im Sinne von, keine Ahnung, Kartfahren, Schrauben, was weiß ich. Klar, wir reden jetzt davon so weit in der Zukunft, wer weiß, ob es dann überhaupt noch YouTube gibt. Deswegen dachte ich, dass man das Ganze vielleicht auch passend einleitet. So, ja, so viel erstmal dazu. Sorry, musste mal ein paar Worte loswerden. Jetzt geht's weiter heute mit dem Abarth. Wir haben leider seit der Essen Motorshow weder Limo noch Abarth was aktiv an den Autos gemacht. Das liegt einfach folgendermaßen daran, die Zeit vor der Essen Motorshow war wirklich hart, auch für mich. Sowohl körperlich als auch geistig als so weiter, obwohl ich mich als sehr starke Person sehe. Einfach auch, weil diese ganzen Autos und dazu noch die Messe, dann die Unklarheit während Corona die ganze Zeit, wird die Messe stattfinden, 2G, 3G, Hygieneregeln und so weiter. Ah, das war schon wirklich so, dass ich mir vor der Messe gesagt habe, Philipp, nach der Messe machst du mal einfach 4 Wochen lang gar nichts, außer für euch ein paar Videos drehen.
und ein bisschen meine Firma machen. Und das habe ich auch durchgezogen. Jetzt soll es langsam wieder losgehen. Ich habe aktuell ein akutes Schrauberproblem, ein Werkstattproblem, was uns schon über die ganzen Jahre verfolgt. Das ist einfach nicht mehr up to date. Wir haben einfach zu viele Projekte, zu viele Personen, zu viele Teile für die Werkstattsituation. Wir haben allerdings eine neue Werkstatt. Die muss allerdings gerade fertig gemacht werden. Dazu gibt es natürlich am Ende auch ein cooles Video. Und dann wird es so richtig massiv losgehen. Das heißt, dann ist richtig Platz. Jedes Auto hat seinen eigenen Bereich. Wir können richtig Gas geben. Ich denke mal, ja, so drei Monate noch, dann sollte das Thema durch sein. Jetzt dann auch noch Vater geworden und ihr wisst ja, was soll ich sagen, die Zeit wird nicht mehr. Ich bin immer noch genauso motiviert, aber bitte, bitte, bitte entschuldigt, wenn in dieser Zeit jetzt nicht so viele Limo-Videos gekommen sind oder Abarth-Videos gekommen sind. Ich persönlich feiere es auch bei anderen Channels, wenn einfach mal andere Videos kommen und nicht immer das Gleiche kommt. Ist einfach meine persönliche Meinung, werde ich auch bis zum Ende so durchziehen. Es kann immer mal sein, dass etappenweise mal ein Auto mehr oder weniger kommt, aber bitte, bitte denkt niemals, dass ich irgendein Projekt aufgebe oder mich damit zufriedenstelle, dass Limo jetzt halt ohne Innenraum auf der Messe stand. Das ist wirklich der größte Quatsch, weil jeder, der mich diese 3,5 Jahre jetzt schon verfolgt, weiß einfach, dass ich zwar nicht immer der Schnellste bin, aber ich ziehe es auf jeden Fall immer bis zum Ende durch. Also wir haben noch nie etwas aufgegeben, egal welcher Motorschaden, egal was passiert ist, es geht immer weiter. Das heißt, in den nächsten Wochen werden natürlich auch wieder Limo und Abarth-Videos kommen. Nicht in dem Umfang, wie ihr es euch vielleicht wünschen würdet, aber an den ganzen Teilen drumherum werden wir definitiv Gas geben und weitermachen, dass wenn der Punkt kommt und das Auto auf einer perfekten Hebebühne in einer perfekten Räumlichkeit steht, dass es dann Schlag auf Schlag geht und das Auto zusammengebaut wird. Weil das Auto dann ja auch natürlich auf der Hebebühne stehen bleiben kann. Du kannst die ganze Zeit daran schrauben, musst nicht die Autos hin und her schieben. Genau. Weil ich habe eigentlich noch so ein bisschen die Vision, ich würde euch gerne auch so ein bisschen mitnehmen, nicht nur videotechnisch, sondern vielleicht auch mal, wie es jetzt auf der Messe war. Der größte Anreiz für mich war, dieses Auto zusammenzubauen, um eure Gesichter zu sehen auf der Messe, wie ihr das Auto seht. Kann ich wirklich so behaupten, ich war jeden Tag auf der Messe da, ich war wirklich viel am Tresen, habe das beobachtet, hätte mich auch liebend gerne noch mehr mit euch allen unterhalten, geht natürlich nicht. Aber das ist für mich immer definitiv der größte Ansporn. Und genauso würde ich vielleicht gerne mal als Beispiel alle Kanalmitglieder auf den Samstag auf ein Frühstück einladen und selber mal mit dabei sein, wenn wir bei Limo mal den Motor einbauen oder sowas in der Richtung. Als Beispiel, nagelt mich nicht drauf fest, aber aktuell keine Chance. Jeder, der bei uns schon mal war, weiß, dass das nicht geht. Jetzt wird es deutlich größer, besser, offener. So ein paar Ideen schwimmen mir noch im Kopf rum, aber das braucht halt ein bisschen, so wie ein gutes Projekt ein bisschen Zeit braucht, braucht das auch ein bisschen Zeit. Dann kommt ja noch dazu PS Days diesen Sommer, 8. bis 10. Juli. Finden definitiv statt, außer es gibt irgendein neues Gesetz, dass es verboten ist, wie auch immer. Aktueller Stand in Zusammenarbeit mit der Messe und auch mit dem Bürgermeister in Hannover ist definitiv, sie findet statt. Das heißt, das wird der Zeitpunkt sein, wo dieses Auto auf jeden Fall zusammen sein muss. Klar, Ehrensache, Hannover, Messe, das erste Mal, Limo muss da sein. Das ist halt so mein Ziel. So, was machen wir heute? Wir fahren in Jale rüber. Dort steht tatsächlich seit der Essen Motorshow der Abarth, unberührt. Heute kommt das große Wiegen. Bin sehr aufgeregt. Als ich ihn von Kimi bekommen habe, waren wir bei 1100 Kilo. Was schätzt du jetzt ungefähr? Ja, man darf nicht vergessen, damals war kleiner Turbolader, kleine Felgen, kleine Bremse. Okay, Turbolader ist immer noch zu klein, aber soll ja am Ende schnell werden. 900, also unter 1000 Kilo, also über 100 Kilo leichter, obwohl wir ja wirklich massiv Gewicht in das Auto reingebaut haben. Riesen Ladeluftkühler, die Verstrebung vorne, die Zelle. Da sind ja schon stellenweise richtig Kilos ins Auto reingegangen. Ja, wir wiegen das Auto. Ich würde tippen, irgendwas zwischen 900 und 1000. Dann gucken wir uns Thema Elektrik an. Im letzten Video habt ihr ja gesehen, was in das Auto alles rein muss. Das platzieren wir jetzt mal so grob und gucken mal, wie, wo, was da so geht. Dann an der Stelle nochmal wirklich vollsten Respekt an Mike. Der hat tatsächlich die Vision gehabt, von den originalen Seitenscheiben hinten die Dichtung abzuschneiden. Das Problem ist, diese Dichtung von den Seitenscheiben ist aufvulkanisiert auf die Scheiben. Das heißt, die gibt es nicht einzeln. Wir wollen natürlich Makrolon reinmachen. Das heißt, der hat wirklich zu Hause bei sich auf dem Esstisch die ganz fein säuberlich von den Glasscheiben abgeschnitten und jetzt auf die Makrolonscheiben draufgeklebt. Der eine oder andere hat es nämlich gesehen auf der Messe, dass tatsächlich die Seitenscheiben noch aus Glas waren. Die können wir auch dran machen und dann ist eigentlich soweit alles, dass wir zumindest mal wiegen können, weil das Auto komplett ist. Ich hoffe, er ist überhaupt noch da. Ah, und dann müssen wir noch was mit den Türen machen, aber da gehen wir gleich. Gehen wir gleich beim Auto drauf ein. Ja, Auto ist tatsächlich noch da. Schon mal die gute Nachricht. Pass auf, kurzes Upgrade. Was muss noch gemacht werden? Ist eigentlich gar nicht so viel. Hier war ja noch das Problem.
A, natürlich muss die Verstellung nochmal festgemacht werden. Und diese Stange muss ich nochmal neu biegen, dass der Spiegel ein bisschen höher sitzt, weil ihr seht, da sieht man eigentlich nichts. Also da müssen wir nochmal die Stange biegen. Kurz vor der Messe, im letzten Video war es noch nicht fertig. Alter, ultra geil gewonnen. Ist jetzt halt dieses Gitter, ne? Hier ist von Daniel der Trichter hinter. Das geht direkt auf die Bremsbelüftung jetzt. Der Trichter wird mit dem Gitter verschraubt. Dieses Gitter hat Alex Chromfabrik mir schnell geschnitten, hat das Alus nochmal vorher gestrahlt, vorm Eloxieren, dass es so leicht anders ist. Also, ich habe lange überlegt, ob ich nicht die neue Front von dem Facelift aber dran mache. Sieht ein bisschen neuer aus, aber ich finde jetzt so, wie das hier ist mit der Kante und so. Nee, ich finde es cool. Ach, geil aus. Einfach mies aus, ne? So, hier ist eigentlich soweit alles schon fast ready. Noch ein bisschen Behälter hier platzieren für Bremsflüssigkeit, Kühlflüssigkeit. Klar, Kabelbaum, aber sonst ist eigentlich soweit alles startklar. Bin selber schon ein bisschen aufgeregt, was da gleich liegt. Wie gesagt, Scheiben. Also da, Mike, hast du dich wirklich wieder übertroffen. Das heißt, Mike hat, das ist jetzt von der Glasscheibe, Mike hat ganz vorsichtig hier abgeschnitten mit dem Cuttermesser rein von der Glasscheibe und hat es dann auf die Makrolonscheibe aufgeklebt. Krass. Das Problem ist, zeig euch das mal, wir konnten bei dem Auto nicht einfach die Makrolonscheibe reinkleben, weil dann fehlt hier unten diese Dichtung. Weißt du, wenn wir jetzt hier eine Scheibe reinkleben, ist hier keine Dichtung. Und wie sieht das aus, ne? Mhm. So, deswegen muss hier halt diese Scheibe definitiv ran. Guck. So, und jetzt können wir die schön einkleben. Und es sieht tatsächlich wie normales Auto aus. Was, weißt du, wie viel du sparst? Da muss man schon wirklich, um die so mit der Rasierklinge da so rauszuschneiden, da muss man echt Bock drauf haben. Also vielen, vielen Dank, Mike, dass du dir das auch noch zugetraut hast. Man sagt bei Makrolon, Pi mal Daumen, ungefähr die Hälfte an Gewicht. Das ist gut. So, das heißt, ich weiß nicht, ich würde jetzt sagen, das hier wird jetzt so 1,5 Kilo sein. Das heißt, die Glasscheibe wird 3 gehabt haben. Das heißt, wir sparen beide Seiten zusammen 3 Kilo. Ne? Ist jetzt mehr auch einfach der Vollständigkeit halber, weil wir haben halt alles in Makro. Ne? Das heißt, die beiden gehören auch dazu. So, jetzt müssen wir erstmal alles reinlegen, was an dieses Fachzeug noch muss, damit wir es passend wiegen können. Thema Elektrik ist eigentlich die letzte Baustelle. Eigentlich wollte ich mit euch zusammen diesen Kabelbaum bauen. Wir werden den auch zusammen bauen, aber ich bin ehrlich, ich schaffe es in den nächsten Wochen nicht, weil da ist mir Thema Limo und Thema Hallenbau wichtiger. Das heißt, wir werden das Fahrzeug zu KKS bringen. Chris, kennt ihr ja schon. Das ist der, der mir diese ganze Elektrik auch beigebracht hat und auch gezeigt hat. EMU, das Steuergerät, wie wird was konfiguriert und so weiter. Der ist einfach so tief in diesem Game drin, dass der, ich sag, der braucht da nicht lange für und alle Kabel liegen da, wo sie sind. Und wenn alles verkabelt ist, dann werde ich das Fahrzeug wieder abholen. Der macht auch die Erstinbetriebnahme dann auch direkt. Der braucht da so 2 Wochen für. Dann geht es nämlich direkt los. Das heißt, ihr könnt euch darauf freuen, dass so Mitte März das Fahrzeug tatsächlich schon läuft. Er hat selber gleich einen Prüfstand da. Wir können gleich eine Messung machen. Wir können das Ganze abstimmen. Es macht für mich einfach leider Sinn, das aus der Hand zu geben. Nicht, weil ich es nicht kann oder auch nicht, weil ich keinen Bock drauf habe, sondern mir fehlt für die Baustelle jetzt definitiv die Zeit. Und da ist mir einfach wichtiger, dass das Auto im April fährt. So. Ich zeige euch nämlich mal auch, was auch... Warum? Noch so, wollt ihr das im April fahren? Ja, weil eigentlich wollten wir letztes Jahr schon fahren. Überleg mal, es ist schon über eine ganze Saison her, dass dieses Auto auf dem Bilzer Berg war und gefahren ist. Mhm. Ja, und jetzt ist einfach... Natürlich wäre es für mich übelst geiler Content, Videos lang diese ganze Elektrik zu bauen. Dann ist aber wieder Mitte des Jahres. Es kann mit so einem Auto immer mal was schief gehen, dass der Motor kaputt geht, das was weiß ich was ist. Ne? Ich will einfach fahren. Ich will einfach fahren. Ich werde die Sache Elektrik trotzdem mit 1, 2, 3 Videos bei KKS begleiten. Wir können es auch noch an etlichen anderen Autos machen. Limo muss auch noch ein Kabelbaum gebaut werden. Lambo muss auch noch ein Kabelbaum gebaut werden. Das ist einfach so viel. In dem Fall lieber manchmal einfach abgeben und happy sein. So, also wir legen mal alles aufs Dach schon mal, was zum Wiegen auf jeden Fall dazugehört. Jetzt, erster Punkt ist Thema Batterie, unsere Lightblocks. Die muss irgendwo platziert werden. Jetzt gibt es 2 Varianten. Optisch die coolste Version wäre natürlich hier so. Oder so. Mhm. Oder so. Hier habe ich noch so einen Catch-Tank, der kommt noch daneben. Da müssen wir von hier nach hier verbinden. Ganz für die Rennstrecke auch wichtig, weil Rennstrecke, wenn irgendwas an Öl auf die Strecke kommt, ist, kann ich auch verstehen, richtig Baustelle. Deswegen
einen Catch-Tank auf jeden Fall fahren. Oder die zweite Variante ist, man könnte die jetzt natürlich auch hier so irgendwo platzieren. Problem ist nur dann, die Batterie ist, also alles, was wir jetzt an Gewicht sparen, weil wir die Batterie irgendwie versetzen, also wir sparen ja eh kein Gewicht, sondern wir verlagern das Gewicht, das wollen wir ja auch. Das Kabel dahin ist wieder schwerer am Ende. Mhm. So, diese Batterie hat tatsächlich eine Zulassung, im Innenraum zu montieren. Das heißt, wir können sie eigentlich überall machen. Man kann sie auch legen, stellen und so weiter. Jetzt müssten wir allerdings, da wir, man geht ja immer von der Batterie aus direkt zum Anlasser. Das heißt, wir müssten von hier ein dickes Kabel wieder nach ganz vorne legen. Ob das am Ende Sinn macht, weiß ich nicht. Deswegen habe ich noch eine Anrede. Ich zeige es euch mal. Ich würde sie vielleicht gerne, ehrlich gesagt, hier so platzieren. So zum Beispiel. Was nicht schlecht wäre, wenn du dann da zum Beispiel noch einen Schalter irgendwie mit installierst. Genau, in dieser 4er-Zulassung ist ja eh dieser Kabelbaum, dass man einen Schalter zum An- und Ausmachen hat. Das heißt, den kann ich mir eh überall hin machen. So haben mich halt maximal kurze Wege. Das heißt, ich kann von hier direkt zu meinem Sicherungskasten gehen. Der wird wahrscheinlich da drunter sein. Hier drunter wird auch diese PDM, also das Hauptsteuergerät, sein. Das heißt, wir hätten maximal kurze Wege. Man könnte sogar gucken, ja, dahinter wird sie nicht passen. Man könnte sogar gucken, ob man sie, na, je nachdem, wie viel Aufwand man sich macht. Ne? Man könnte sie natürlich auch hier so hinschrauben einfach, mit einer coolen Platte. Das wäre von den Wegen das allerkürzeste. Aber ich finde die Batterie optisch eigentlich so geil. Und das ist hier eh toter Raum. Und wenn alles gut läuft, ist das auch genau unser Schwerpunkt. Tief, Mitte, Mitte. Das heißt, ich sehe die Batterie eigentlich ehrlich gesagt da. Weiter zu den nächsten Baustellen. Beziehungsweise weiter zur größten Baustelle. Dieses Steuergerät, was hier reinkommt, habe ich euch ja alles schon gezeigt. Das ist noch der Sicherungsblock. Das findet schon alles Platz. Aber ein Riesenproblem wird definitiv sein, das Motorsteuergerät da reinzukriegen. Aber eigentlich sieht das so schön aus, dass man das auch irgendwo sichtbar haben sollte. Oder? Es ist natürlich zum Glück wasserdicht. Also wir können es theoretisch positionieren, wo man will. Jetzt irgendwie das hier so hinzumachen, weiß ich nicht. Würde zum Beispiel gehen. Ist halt hammerhart hier zu machen. Hätte man natürlich geil kurze Wege für den Motorkabelbaum. Weil ein Problem bei einem Motorsteuergerät ist immer, wenn die Kabel von hier zum Motor zu lang werden. Weil gerade Sensorik, sensible Kabel, oftmals auch geschützt. Alles, was mit Drehzahl zu tun hat, ist ein geschirmtes Kabel. Je länger das ist, je schwieriger wird das. Das heißt, der nächste Punkt ist, ich will es ja auch irgendwie abbauen können. Das heißt, wenn ich irgendwo in den Innenraum gehe, brauche ich eine Trennstelle zwischen. Und Trennstelle ist immer, geht alles, aber ist immer schwierig. Also einfacher wäre es einfach hier, zack, Motorkabelbaum ab und fertig. Man müsste sich jetzt auch nochmal mit beschäftigen, ob ich wirklich diese allergrößte brauche. Ich habe euch ja vorgelesen, was die alles kann. Vielleicht könnte man noch eine Stufe kleiner nehmen. Die würde man dann vielleicht irgendwo, also eine coole Stelle wäre zum Beispiel auch hier so irgendwo hinten runter. Aber dieses Riesending ist halt so groß. Ich habe sogar schon überlegt, ob ich es hier hinter an die Spritzwand setze. Aber könnte das nicht zu heiß werden? Nee, weil guck mal, in dem Fall haben wir ja folgenden Vorteil. Der Krümmer ist ja vorne. Weißt du, der Motor ist ja umgedreht. Das heißt, der Turbolader mit Krümmer sitzt hier vorne und hinten ist nur die kalte Seite, Ansaugung und so weiter. Mhm. Das heißt, man könnte vielleicht auch das Steuergerät hier so positionieren. Das wären auch relativ kurze Wege. Temperatur sehe ich als kein Problem. Man würde an die Stecker zum Ausbau perfekt kommen. So, weil dazu müssen wir auf jeden Fall noch diesen Kollegen hier verbauen. Das war ja unser Power Management. Das kommt auf jeden Fall an die Spritzwand und das Armaturenbrett. Das wird da irgendwo, weil von hier gehen wir zur Batterie. Das heißt, das wird da so irgendwo sitzen. Ja, jede Menge Kabel. Was soll ich sagen? Aber ich würde sagen, als erstes wiegen wir mal. Wir machen jetzt den Worst Case und packen einfach alles, was wir hier haben, ins Auto rein. Das wird am Ende ein bisschen zu viel sein, wird aber ein reelles Gewicht werden. Weil es kommen natürlich auch Kabel dazu, die jetzt gerade nicht hier sind, irgendwelche Massekabel und so weiter. Aber in Summe wird das schon passen. Jetzt wollte ich gerade das ganze Gewicht hinten reintun, aber das wäre jetzt ja auch gleich zum Wiegen ungefähr. Wir wollen ja schon ungefähr einen reellen Wert vorne hinten haben. Das heißt, ich packe es mal in den Fußraum. Ich glaube, wenn wir es links, rechts im Fußraum verteilen, haben wir da schon einen recht reellen Wert.
im nächsten Arbeit-Video. Könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Ich zeige es euch am Auto kurz. Wir fahren mit der Carbon-Tür zu Artium, Baltic Carbon, weil das geht so natürlich nicht. Auch der ganze Rahmen, man hört es schon beim Auf- und Zumachen, der ganze Rahmen von dieser Tür ist zu weich. Das muss alles hier verstärkt werden. Das heißt, wir fahren mit einem Fremdfabrikat zu Mr. Carbon himself. Ich hoffe, er macht uns überhaupt die Tür auf. Und wir zeigen euch, wie man kostengünstig solche Teile stabil bekommt. Finde ich wirklich geil, dass Artium sich da bereit zu erklärt, uns das zu zeigen. Aber wir fangen wirklich an dieser Tür nochmal zwei, drei Sachen zu laminieren, dass diese ganze Schlosskante verstärkt wird. Sehr gut. Da könnt ihr euch im nächsten Video drauf freuen. Okay, das ist drin. Das heißt, wir können die Waage aufbauen und los geht's. Was da so in kürzester Zeit raus entstanden ist, jetzt so in Breit mit den Carbonen. Wir waren ja alle vorher so. Das war übrigens auch, das muss ich einfach noch mal einmal sagen, wie viele auf der Messe angekommen sind und sagen, boah, live sieht's doch geil aus. Könnt ihr mal reinschreiben, wer es jetzt live gesehen hat, ob es gut aussieht. Weil ganz viele ja vorher meinten, berechtigterweise, ich fand es auch erst nicht cool, dass das mit dem Carbon too much ist. Ich war von Anfang an der Meinung, dass es gut aussieht. René fand es von vornherein geil. Aber so wie das live das Auto da auf diesem schwarzen Teppich stand, war einfach brutal. Okay, krass. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Leichter oder schwerer? 906 Kilo. Krass. Noch ein bisschen Betriebsflüssigkeit rein. So, Tank wird nicht viel drin sein. Also klar, wir werden noch Kühlwasser, Anschnallgurte, ganz wichtig, sehe ich gerade fehlen noch, aber es wird auch nicht viel sein, und Sprit. Das heißt, fahrfertig wird das Auto auf jeden Fall, fahrfertig, 1950 wiegen. Das ist sehr gut. Bei wie viel Leistung circa? Ja, ich sag mal, Potenzial für 300 PS ist auf jeden Fall da. Ja. So, also für so ein kleines Auto, boah, 906, Alter, ich hätte doch gedacht, der ist schwerer. Da ist der X-Bow schwerer, oder? Nee, der X-Bow wog Serie 920 oder so. Achso. Ich guck gerade nochmal. klar, Jean-Pierre hatte das neulich auch in dem Golf-Video thematisiert, in dem Zweier-Golf-Video. Wir haben jetzt 34% von dem Gewicht hinten. Das ist halt nach wie vor scheiße, muss man einfach so sagen. Wie kommt das denn zustande? Ja, weil du halt schon den Motor mit Getriebe. Guck mal, Motor mit Getriebe wird vorne schon so viel wiegen. Also was schon mal eine 1 ist, dafür, dass hier jetzt der Boden nicht ausgeglichen ist und auch das Fahrwerk noch nicht eingestellt ist, ist, wie links-rechts gleichmäßig ist. Also wir haben links-rechts wirklich 50,5, also wir sind im 1%-Bereich links-rechts, was schon mal extrem wichtig ist. Aber ich sitze ja in dem Auto noch nicht drin. Das heißt, wenn ich jetzt reinkomme, wird es tendenziell eher... Die 60 Kilo. Das heißt, wir müssen alles so batterie- und kabelbaumäßig eher auf die Seite schieben oder man macht halt ein typisches Auto, wofür das Auto eher gedacht ist, was halt zu zweit extrem gut fährt, dass sich das wieder ausgleicht. Ne? Aber egal, Alter, ich bin happy. 906 Kilo, Alter. Hat Kimi das Auto eigentlich schon mal gesehen? Ja, auf der Messe. Ah, okay. Auch meine Eltern und so fanden das übelst geil alle. Hat sich auch bereit erklärt, sie wird auf jeden Fall da mal eine Runde mitfahren. Mitfahren oder mitfahren? Nee, schon auch selber fahren. Krass, doch so leicht, hätte ich gar nicht gedacht. Überlege, ob noch irgendwas fehlt, aber es ist eigentlich echt alles dran. Nee, es ist wirklich alles. Bremse ist drin, ein bisschen Flüssigkeiten, Sprit, Kühlwasser. Ja, das sind vielleicht 30 Kilo in Summe mit Öl. Ist jetzt ja auch ein kleiner Motor, da geht nicht so viel rein. Kabelbaum kommt definitiv nicht mehr rein, als es gerade drin ist. Da ist alles drin, Innenraum ist alles drin, Türpappen sind dran, Scheiben, krass. Unter 900 wäre gegangen, allerdings nicht mit der Zelle. 50 Kilo Zelle ist halt schon. Ja. Also wo wir Gewicht noch holen könnten, ich sage jetzt ganz vorsichtig könnten, werden wir nicht tun. Die Sitzkonsole ist jetzt ja nach 4 Norm von Daniel Animal Racing gebaut. Das heißt, wir haben da wirklich eine 8 mm Stahlplatte. Die brauchte man, weil nach Belastungstest, da gehen wir später nochmal in einem anderen Video drauf ein, die und die Vorgaben es da gibt. Ja, ein paar Kilos kann man noch holen, ist aber auch wirklich egal. Ich bin sowas von happy mit diesen 906 Kilo. Das bereitet mir ein Lächeln ins Gesicht. Er ist immerhin schon auf der linken Seite ein bisschen leichter, also zumindest links vorne, logischerweise, weil der Motor rechts sitzt. Hinten wird man ausgeglichen bekommen, definitiv darüber, wenn man das Auto passend hoch und runter dreht, weil hinten muss er links, rechts das gleiche wiegen. Das wird jetzt gerade nur die Höhe des Autos sein. Ja,
Wobei, wir machen eine Heckklappe mal zu. Ja, mega. Was soll ich sagen? Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen, vielen Dank für die Geduld, die Anteilnahme, die Freude, für die ganzen positiven Kommentare. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Im nächsten Video sind wir bei Artium, gehen die Türen an. Dann sind wir bei KKS, machen die Elektrik. Dann ist er auf dem Prüfstand. Und Achsvermessung machen wir auf jeden Fall bei einem richtigen Profi nochmal. Geile Thematik für Rennstrecke. Ja. Und dann hoffe ich, dass wir im April, Karfreitag, Nordschleife, die ersten Runden drehen. Natürlich nicht Karfreitag, Nordschleife. Ich kann Nordschleife nicht, bin noch keine Runde Nordschleife gefahren. Aber ja, selbst Scheibenwischer schon drin, so sehe ich. Ja, geil. Also, der Arm fehlt noch, aber immerhin ist der Wischermotor und so schon drin. Domstrebe ist drin, alles drin. Cool. Ja, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.